Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukny, guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank, Herr Wimmer. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem letzten Gipfel Ende August sich darauf verständigt, härtere Sanktionen gegen Russland auf den Weg zu bringen. Seit März sind härtere Sanktionen der EU gegen Russland in Kraft. Als erstes müssen wir feststellen, ob und wann und unter welchen Voraussetzungen überhaupt Sanktionen nützlich sein könnten. Aus meiner Sicht, Herr Scharoukny, sind Sanktionen unter keinem Gesichtspunkt gerechtfertigt, und zwar gegenüber niemandem. Wenn ich wirklich daran interessiert bin, mit meinen Nachbarn in Frieden zu leben, dann muss ich Handel treiben, dann muss ich die Wirtschaft aufeinander abstimmen, dann muss ich eine Politik der guten Nachbarschaft betreiben und daran interessiert sein, mögliche Streitfälle über bilaterale oder internationale Verhandlungen beilegen zu können. Das ist eigentlich eine auf Frieden ausgerichtete Politik, die man nicht erst erfinden muss, sondern die wir ja über die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auch gehabt haben. Das hat ja gewaltige Erfolge hervorgerufen. Wenn ich anfange, mit Sanktionen zu operieren, dann will ich im Ergebnis zwei Dinge. Ich will lästige Mitbewerber aus dem Feld schlagen. Das haben wir ja im Falle des Iran gesehen. Die Vereinigten Staaten sind daran interessiert, die europäischen Handelspartner des Iran aus dem Iran zu vertreiben, um anschließend selber in diese Rolle zu kommen. Das ist das eine. Das zweite, wenn ich anfange, mit Sanktionen zu operieren, will ich mir eine Basis im Rahmen der Vereinten Nationen verschaffen, um letztlich eine Legitimation für einen Krieg gegenüber einem anderen Land zu bekommen. Und das kann man im Zusammenhang mit der Russischen Föderation sehr wohl sehen. Die Russen haben aus ihrer Sicht der Dinge keine Veranlassung gegeben, mit Sanktionen gegen sie zu operieren, und nach der überwiegenden Ansicht der westeuropäischen Bevölkerung haben sie das auch nicht getan. Herr Wimmer, nun die nächste Frage, die sich hier stellt in diesem Zusammenhang, ist, ob nun der Punkt für noch härtere Schritte gegen Russland erreicht ist? Ich habe ja aus meiner Sicht eben darauf aufmerksam gemacht, dass am Ende einer solchen Sanktionsspirale eigentlich der bewaffnete Konflikt steht. Es muss ein Anlass gesucht werden, um zu sagen, dass man unter Umständen bestimmte Dinge zusätzlich noch getan hat und Sanktionen verstoßen hat. Damit trage ich dazu bei, dass die Wirtschaftspolitik zum Beispiel der westeuropäischen Staaten unter amerikanische Kontrolle gerät. Also die ganzen Dinge, die mit Sanktionen verbunden sind, sind entweder willkürlich oder dienen amerikanischem Interesse oder sollen den Weg zum Krieg vorbereiten. Herr Wimmer, Sie sprachen gerade bewaffneten Konflikt an, das Ende dieser Sanktionen sein sollten. Aber kann sich die Welt einen bewaffneten Konflikt in dieser Größenordnung zwischen den USA oder zwischen dem Westen und Russland verkraften? Die Frage nach dem Verkraften muss ich natürlich eindeutig verneinen. Wir leben ja in einer politisch verrückten Zeit. Heute ist im Deutschen Bundestag an den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erinnert worden. Und man muss ja fast sagen, dass eine Gedenkveranstaltung die nächste jagt. Ob es der Zweite Weltkrieg war, ob es der Erste Weltkrieg war. Man hat nur den Eindruck, dass diejenigen, die dann die Festvorträge bei diesen Gedenkveranstaltungen
halten und die ja in der Regel auch verantwortlich für die Politik ihrer Länder sind, dass sie aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt haben. Wir können uns die Konflikte weder im Nahen und Mittleren Osten leisten, noch in der Ukraine. Und wenn man die Situation in der Ukraine, das liegt uns ja noch näher als alles andere, wenn man die Situation in der Ukraine trotz dieses Waffenstillstandes sich genau ansieht, dann hat dieser Konflikt es in sich, ausgedehnt zu werden. Was veranlasst eigentlich NATO-Staaten in dieser Situation, im Schwarzen Meer Marinemanöver abzuhalten, die ja nur gegen die Russische Föderation gerichtet sein können? Das sind alles Dinge, wo ein Schritt nach dem anderen erfolgt und das große Ziel nicht aus den Augen gelassen wird. Seit der Eroberung von Atlanta in den amerikanischen Südstaaten im Jahre 1864 haben die Vereinigten Staaten diese Form von Politik gegenüber einer ganzen Reihe von Staaten immer wieder praktiziert, inklusive der Überlegung, zu einer bedingungslosen Kapitulation zu kommen. Ich will jetzt das ein oder andere Land, das bisher dieser Forderung Widerstand geleistet hat, noch nicht mal mit Namen nennen. Aber das weiß man in Moskau mit Sicherheit gut genug, welche Konsequenz aus der derzeitigen amerikanischen Politik für die Russische Föderation kommt. Wimmer, die Wirtschaften des Westens und Russland sind miteinander so verflochten, dass jede Sanktion negative Folgen für die Wirtschaften beide Seiten haben wir. Ist das den Leuten im Westen bewusst? Herr Scharukny, wir brauchen gar nicht um den heißen Brei herumzureden. Wir wissen ganz genau, und das ist eine historische Erfahrung, warum es Gründe für Japan gab, in eine Politik einzusteigen, die im asiatischen Teil unseres Globus zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Die Vereinigten Staaten haben über viele Jahre hinweg ein Embargo, eine Sanktion nach der anderen über Japan verhängt. Dieses Land hat keine Rohstoffe und ist darauf angewiesen, Rohstoffe zu bekommen, nicht nur in Form von Öl oder von Kohle und von Stahlerzen, sondern das umfasst das gesamte ökonomische Potenzial dieses Landes. Man muss die Rohstoffe von außen bekommen, wenn man selber keine hat. Japan war darauf angewiesen, einen Zugang zur Welt zu haben. Und jetzt muss man sich nur die Russische Föderation ansehen. Da ist die Situation fast umgekehrt. Russland ist, um seine staatliche Existenz garantieren zu können, darauf angewiesen, seine Rohstoffe zu exportieren. Und hier setzen die Vereinigten Staaten mit ihrer Sanktionspolitik genau an. Wenn ich das Beispiel Japan vor Augen habe, dann muss ich heute sagen, machen die Vereinigten Staaten im Modell Japan alles gegenüber der Russischen Föderation, um die Russische Föderation in ihrem Sinne in die Knie zu zwingen. Sei es durch einen Krieg, sei es durch eine bedingungslose Kapitulation oder sei es durch andere Methoden, Regime Change in Moskau herzukriegen. Herr Wimmer, kürzlich trafen sich die Präsidenten der Ukraine und Russland, Poroschenko und Putin in Minsk und einigen sich auf eine Waffenruhe. Man hat danach darauf gehofft, dass es zu einer Entspannung kommt. Aber offenbar ist nun das Gegenteil der Fall. Herr Scharukny, wir haben als Deutsche ja auch die gleiche Erfahrung mit unserem Außenminister Steinmeier gemacht. Der hatte ja in der krisenhaften Entwicklung in Kiew, die zu dieser Maidan-Revolution geführt hat, mit seinem französischen und polnischen Kollegen ja eine Verständigungslösung für einen friedlichen Machtübergang von Präsident Janukowitsch auf jemand anders gefunden. In der Nacht, wo Steinmeier und seine Kollegen diese Verständigung herbeigeführt haben, haben die Vereinigten Staaten und die Kräfte, die auf die Amerikaner hören,
auf dem Maidanplatz diese Regelung zerstört. Und wir haben in den Monaten seither immer wieder gesehen, dass Dinge, die europäische Regierungschefs oder Außenminister in der Ukraine besprochen hatten, Regelungen, die sie gefunden hatten, dass die von interessierten Kreisen sofort torpediert worden sind. Vor diesem Hintergrund kann auch der ukrainische Präsident Poroschenko mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Kräfte um seinen eigenen Ministerpräsidenten, der sich ja mit einer Phalanx faschistischer Gruppen umgibt, hintertrieben werden in dem Augenblick, wo er mit Putin was anderes verabredet. Herr Wimmer, Sie haben eingangs gesagt, was das Endziel sein dürfte. Dennoch möchte ich die Frage an Sie stellen, wie Sie die weiteren Entwicklungen in diesem Konflikt sehen. Ich sehe, muss ich sagen, und ich sage das als Rheinländer, der eigentlich dem Optimismus verhaftet ist, ich sage das sehr ungern, man muss schwarz sehen, wenn man die Entwicklungen sich ansieht. Wir sehen es doch in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, in der Situation zwischen Syrien und dem Irak. Die Vereinigten Staaten haben alles zusammen mit den Briten und den Franzosen und den Saudis gemacht, um die Regierung in Damaskus zu stürzen. Und sie haben die Kräfte ausgebildet nach dem Modell Taliban, die heute als IS oder Islamischer Staat und was auch immer in dieser Gegend ihre Blutspur ziehen. Das heißt, sie schaffen sich die Kräfte, gegen die sie anschließend aus ihren Gründen Militäreinsätze fliegen. Das haben wir in Afghanistan erlebt, das erleben wir jetzt im Zusammenhang mit Syrien und das werden wir auch, so schlimm das ist, in der Ukraine dann erleben, wenn die europäischen Staaten nicht endlich feststellen, dass dieser Weg zum Krieg führt. Man braucht an 1939 nicht zu erinnern, wenn man heute das Gleiche macht. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Einschätzung. Vielen Dank, Herr Scharoukny, und alles Gute nach Teheran.